Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, es ist Samstag, wir spielen Wettbewerb Großmeister und guckt euch mal meine Phase an, leckt mich fett. Hab ich heute schon viel gespielt und hat dieser komische Willi schon viel gespielt. Ich versuche ihn heute Nacht noch einzuholen, aber jetzt machen wir erstmal das Gameplay. Ja, wir spielen auf Agora, das heißt Disclauncher Kaka. AM Rival Porno. Und deshalb habe ich die AM Rival 12er, die ich gestern Nacht auf Rang 6 gebracht habe und deshalb zwei Exemplare davon habe, die habe ich auf meinen Stalker geschnallt. Denn das Problem ist, die AM Rival 12 ist noch nicht auf Max. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit auf doppelten Schaden liegt eben nicht bei 75%, sondern eben nur bei 50% und das reicht nicht. Und Stalker, sein Boost kompensiert das quasi, wie so eine Art virtuelle Penisverlängerung. Wir spielen übrigens gegen Legion oder Legion, wie auch immer. Da vorne kommt er auch schon angeschwurbelt. Nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wir werden wahrscheinlich erstmal instant sterben. Warum geht mein Visier da hoch, meine Heck? Vielleicht kriegen wir ihn ja, mal gucken. Weg ist er und wir sind auch weg. Zack. Gut, da er Mortar nutzt, gehen wir hier mit... Oh, er ist tot, okay. Da er Mortar nutzte, gingen wir hier mit... ich sag schon Arctorrent rein. Warum vergesse ich denn immer den Namen? Okay, er hat auch EM-Rival. Ich weiß bloß nicht auf was. Wahrscheinlich Panther mit 16er EM-Rival. Wir sind aber gut in Führung mit 5 Kills aktuell. Die Bots kommen aber irgendwie nicht. Haben keine Lust auf uns. So, wir befinden uns jetzt hier in der Pole Position. Allerdings sind wir hier nicht so sehr von Vorteil, wie wenn er Mortar spielen würde. Wir müssen hier wirklich aufpassen, wo wir hinlaufen. Denn sobald wir hier irgendwie seitlich rausschwirren, sind wir tot. Und das wollen wir natürlich nicht. So, 5, 6 Kills in Führung. Da ist noch ein Cheater. Oh mein Gott, wenn der Akku leer ist, ist echt furchtbar. Gut, schauen wir mal. Immer noch 6 Kills in Führung. Boah, ne, er hat einen Guardian, okay. Da hat er wenigstens kein Schutzschild. Ist schon mal von Vorteil. Wenn wir hier genügend aufgeräumt haben, gucken wir mal, ob wir ihn mit unserem Dash überraschen können. Und dementsprechend dann auch stunnen können. Batterie leer. So, haben wir noch irgendwen als Gegner? Ich glaube nicht. Zack. Und, oh doch, da kommt einer noch. Na, komm, und wir haben ihn noch erwischt. Erste Runde geht an uns mit 8 Kills Vorsprung. Diesmal gehen wir direkt so rein, wie wir das letzte Mal hätten gehen sollen. Mal schauen, ob er wieder das Gleiche macht oder ob er anders anfängt. Ich bin gespannt. Ich sehe auf jeden Fall noch keine Mortar fliegen. Ich gehe also davon aus... Ach doch, er nutzt auch wieder Mortar. Da komme ich jetzt aber nicht rein. Ich habe ihn zwar gestunt. Oh nein... Na, das ist jetzt natürlich doof. Jetzt dasht er mich, klar. Hä, wie wenig Schaden hat denn sein Dash bitte gemacht? Das war ja gar nichts. Okay, wir haben ihn wegbekommen. Jetzt kommt er natürlich wahrscheinlich mit seinem Rival Guardian. Wäre natürlich sehr vorhersehbar, wenn er das tut. Ist immer schlecht, wenn man immer das Gleiche macht, wenn es nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, kann man es ja machen. Dann, ne? Never change a running system. Aber nee, er macht was anderes. Er kommt mit Arctorrent Stalker. Ist auch nicht schlecht. Wo ist er, der Legion? Da ist er, der Legion. Ja, der versucht mich jetzt hier zu holen. Wir tauschen. Und zack, weg haben wir ihn geholt. Oh, jetzt holt uns hier aber die Longarm. Wie unpraktisch. Okay, er musste nachladen, sehr schön. So, ich versuche mich jetzt hier irgendwie in Deckung zu bringen. Seitlich zu starten ist nämlich nie eine gute Idee. Und da haben wir, oder hatten wir einen... Cheetah, auch ziemlich ungünstig. Gut, da wir hier mit Stalker spielen und nicht mit Panther, haben wir hier kein Netz, das uns schützt. Das heißt, wir müssen hier wirklich aufpassen. Zack, und da haben wir ihn weggehauen, den Legion. Der Legion, ich finde Legion klingt immer so doof. Da klingt Legion doch besser. Gut, wir sind 5 Kills vorne dran. 6 Kills, jetzt kommt er mit seinem Panther. Auch nicht schlecht. Was macht er? Zack, und weg ist er wieder. So, mal gucken, ob wir noch den Cheater kriegen. Nee, wir kriegen keinen Kill mehr.
Können wir vergessen, aber wir haben dafür die erste Runde für uns entschieden. Sehr schön. First MVP und Third MVP mit ja, 26, 27 Kills, 28 Kills insgesamt, okay. 506 Punkte, er hat 18 Kills, 10 weniger. Wir gehen straight in die zweite Runde. Ja, heute über Tags war gar nicht so viel los und jetzt mitten in der Nacht, das geht schon auf 1 Uhr zu, jetzt ist auf einmal Randale hier. Ich hatte eine Botrunde ganz am Anfang. Dann später sozusagen eine Botrunde, da war zwar ein Gegner dabei, der hat aber gequittet und den Rest der Zeit wirklich permanent echte Gegner. Echt brutal das Ganze. Okay, schauen wir mal, ob und wenn ja, wen wir jetzt diese Runde vorgesetzt kriegen. Ich bin gespannt. Wir haben Trommelwirbel, Fury und Metzilil, okay. Oh, und ich habe Legion dabei. Okay, alles klar, wir gehen mal los mit unserem Panther. Das wird jetzt ein 2 vs. 2. Bin gespannt, wie es läuft. Ich bleib mal so ein bisschen weiter hinten. Und natürlich bin ich sofort weg. Ja, der gute Fury ist tatsächlich kein schlechter Spieler an sich. Aber ich habe so ein bisschen meinen Respekt vor ihm als Spieler verloren, nachdem er einfach gequittet hat damals zusammen mit den Dons und die kleinen Spieler alleine gelassen hat. War ziemlich feige von ihm. Ja, hat er ein bisschen verkackt bei mir. Ich werde ihn mit seiner M-Rival jetzt auf jeden Fall rausfokussen, weil die ist tödlich. Wäre schön, wenn die weg wäre. Und weg ist der gute Fury. Ich glaube, Matt Zielinski oder wie er heißt, der hat sowieso gequittet da hinten. Das war übrigens auch der, der bei dem einen Spiel gequittet hat, von dem ich vorhin geredet habe, lustigerweise. Den holen wir uns aber, das ist nämlich ein Free-Kill. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof für den guten Fury, na, dass hier einer gequittet hat bei ihm. Es steht 13-9, er kommt mit seinem Stalker. Gucken wir mal. Na, da steht es natürlich bei der Pole-Position, klar. Den da jetzt ohne weiteres rauszukriegen, wird schwierig. Er hat auch gut aufgeholt. Ah, wird eine harte Nummer. Ah, jetzt ist er hier rausgescheucht worden von meinem Kollegen. Jetzt setzen wir mit Mortar mal ein bisschen zu. Er ist low. Komm schon, wenn du den nicht kriegst, ne? Gut. Und er hat ihn bekommen, sehr schön. Aber Stalker ist schon, habt ihr gesehen, wie der diesen Abstand wieder aufgeholt hat? Also Stalker ist halt schon pervers, ne? Egal mit welcher Waffe. Gut, da haben wir ihn mit, oh, er spielt eine interessante Kombi Ares mit Doppel-EM-Rival. Das ist wegen seinem Schild bestimmt auch eine gute Möglichkeit. Kann man die 12er wahrscheinlich auch ganz okay drauf zocken. Nicht schlecht. Gut, machen wir doch das gleiche nochmal. Wir gehen direkt ins Game mit Mortar. Oh, mein Kollege, den ich eben besiegt habe, hat jetzt sogar doppelt so viele Kills wie ich. Auch nicht schlecht. Ist wohl eher der Teamplayer, nehme ich an. Jo, so, wir haben einen Kill. Fury ist hier. Gucken wir mal, was wir hier erreichen. Der hat bestimmt Heilungsbonus drauf, so schnell wie der sein Leben wieder hatte. Also der hat ja auch extrem viel wiederbekommen. Gut, jetzt ist er hier hinten. Das ist keine gute Position für ihn. Ja, und der ist tot. Aber der hat ja mächtig aufgeholt, also mächtig Kills auf jeden Fall gemacht. Ich hoffe, wir verlieren das nicht, das wäre peinlich zu zweit. So, schauen wir mal. Er hat jetzt auch Mortar drin. Gut, wenn er Mortar drin hat und ich sterben sollte, dann nehme ich selbstverständlich meinen Search, wobei ich nicht glaube, dass ich hier großartig sterben werde, weil ich habe Redeemer. Das ist normalerweise kein Mech, mit dem man so leicht stirbt, sage ich mal. Okay, er ist tot, sehr schön. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Zackadi zack. So, Fury ist an der Seite mit seinem Panther mit der M-Rival. Schauen wir mal, ob wir den wegkriegen. Müssten wir eigentlich. Easy. So, noch 17 Sekunden. Dann haben wir die zweite Runde auch für uns entschieden. 12-20. Mein Kollege, der lässt es ja richtig krachen hier. Zack.
Und das war's gewesen. Ein weiterer Sieg für uns. Schade natürlich für Fury, dass sein Kollege gequittet hat. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Möglicherweise hätten sie das Spiel sogar gewinnen können. Aber alleine ist das natürlich zu viel für Fury. Ist ja vollkommen klar. 13 Kills, 279 Punkte. Ist jetzt nicht meine Bestleistung. Stört aber nicht weiter. Wir gehen direkt ins nächste Game und gucken, was uns dort erwartet. Ich muss sagen, die Kombination Stalker mit EM Level 12 hat es wirklich in sich. Habe ich mir gut überlegt. Ist tatsächlich genauso aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also dadurch, dass ich halt Stalkers Boost habe, bin ich ja weit über 100% Schaden. Und wir spielen gegen EF Potato. Gegen den habe ich heute schon 4-mal oder 5-mal gespielt. Der hat richtig Bock auf mich. So, wollen wir mal gucken. Jetzt bin ich hier natürlich am Rand. Jetzt stehen mir natürlich meine Bots wieder im Weg. Wer hätte es gedacht? Ah, das ist alles ungünstig. Alles ungünstig. Sag mir nicht, dass der gequittet hat. Doch, er hat gequittet. EF Potato hat gequittet. Lol. Okay, die letzten 4 Mal haben ihm wohl nicht so gefallen. Vielleicht hat er aber auch bloß einen Verbindungsabbruch. Kann auch sein. Ja, gut. Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Meine Güte, ich schieße schon wieder irgendwo hin. Hauptsache nicht da, wo das Ziel ist. Beziehungsweise doch, das Ziel ist schon da. Nur aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund haben die Bots das Talent, in dem Moment, wo man schießt, so schwupps, ganz lässig irgendwo zu verschwinden. So, gucken wir mal, was wir hier rausholen können. Jetzt, wo ich weiß, dass Potato keine Gefahr für mich ist, da er gequittet hat, kann ich hier ja locker flockig Punkte machen, wenn ich von meinen eigenen Bots nicht behindert werde. Dafür ist die M-Rival natürlich perfekt, aufgrund des hohen Damages und der geringen Nachladezeit ist fast alles One-Shot, außer natürlich hier die... ich bin tot, okay. Fast alles One-Shot, wollte ich sagen, außer halt natürlich ein Ares, da braucht man immer 2, wenn er ein Schild anhat. Dann gehen wir mal direkt weiter mit unserem Stalker. Stalker-Schatzi. So. Zack, zack, Potato ist auch weg. Ja, funktioniert ganz gut eigentlich. Also das sind selbst mit den 12ern ist man da One-Shot. Wenn ich mir das vorstelle, die dann noch auf Max. Also ich denke, ich werde die Kombi tatsächlich standardmäßig zumindest auf dieser Map hier so spielen. Weil so kann man den Stalker auf jeden Fall gut verwenden, sag ich mal. Und trotzdem muss man die M-Rival nicht unbedingt gemaxt haben, sag ich mal. Und wenn sie maxt, ist es natürlich noch besser. Auf Orion bestimmt auch gut mit seinem Schilddurchbruch. Na, stirb. Rabauke hier. Zack. Das war kein One-Shot. Ah. Die haben schon ein Talent, sich hier zu verkriechen, ey. Unfassbar. Jetzt wollte ich mich gerade darüber beschweren, dass der Bot mir den Kill theoretisch hätte klauen können. Aber wahrscheinlich waren die Longarms wieder alle. Ey, so viele Ares. Da müssen wir ja so viele Schüsse machen, bis die weg sind. So. Der hatte noch Spawnschutz. Der nicht. Gut, dass der hier weg ist. Javelins sind echt tödlich für einen Panther. Ja, genau. Wie hat er mich dann durchs Schild getroffen? Oder bin ich da durchgelaufen? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ja, der ist ja hinter der Wand. Wo schieße ich denn hin? Zack. Zack. Und da haben wir unser Godlike. Der verkriecht sich wieder ordentlich. Okay, okay. Ja, schade, schade, dass er hier gequittet hat. Aber der hat ja heute noch keinmal gegen mich gewonnen. Ich glaube deswegen, der muss auch seine Punkte machen oder so, aber ich finde es ja trotzdem schade. Mir ist egal, wie oft ich besiegt werde, ich gehe trotzdem rein ins Game. Okay. Und wir haben auch die 2. Runde für uns entscheiden können. Ja, wie viele Kills haben wir gemacht? 28 und 6, das sind insgesamt dann 34. Und wir haben eine Gesamtpunktzahl von 677. Ja,
Das war's dann aber auch wieder mit dem Gameplay für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zu einem weiteren Gameplay und bis dann macht's gut und macht sie fertig.